sehen, was er dann macht. Und dann, aber du forderst ihn drauf an, dass er auf das abgeht. Keine Ahnung. Er darf dann nicht beruhigen, dass du es ihm sagst. Du kannst mit der Kette ein bisschen klappern, wenn er zu hoch gedrückt wird. Okay, und jetzt darf nochmal einen Schritt zurück. Okay, danke. So, und dann nochmal näher ran. Und dann fordere ihn wirklich dazu auf, dass er liegen geht. Und bleib dann einfach stehen mit dem Stück so lang. Man muss dann nur eben aufpassen, weil die nicht nur nach hinten ausdrehen, sondern nach vorne so und. Ja, ja. Ne? Und dann lass ihn gut durchstechen. Hand ist auch gut, weil er dann nämlich weniger Chance hat, mit dem Fuß da drüber zu kommen. Ja. Das kann nicht passieren. Ja, ja. Aber du musst ihn dann ein bisschen bewegen. Also ja, lass locker, bis das irgendwie die Gefahr ist, dass er anfängt zu steigen und rüber zu gehen. Ja. Dann wird erst geklappt, dann geguckt und wenn das nicht reicht, dann. Du hast aber auch trotzdem die Abitur. Du kannst ab jetzt nur angefangen haben. Du musst näher rangehen, die Kette aufnehmen und sagen back. Und die Kette nehmen. Ja, weil jetzt ist es halt schwieriger. Ne? Weil der schon überlegt. So, noch. Nimm es kürzer und lass ihn zurückgehen mit der Kette. Ja. So. Und dann noch mal ran und frag, und guck mal, ob du ihn dazu kriegen kannst, dass er an ihrem Arsch bringt. Wo ist weit? Also da oben hat das dann noch den größeren Vorteil, dass ich drauf überlaufen kann, dass es über den Ball um den Ball machen. Dann kann ich nämlich begrenzen von hier aus, wie weit sie rüberlaufen. Ja. Ja. Hier ist es nur wirklich, geht es darum, den Abstand zu halten für dich selber. Für die wegen der Beine. Ja, wegen der Beine. Und, aber ansonsten müssen wir arbeiten lassen. Das ist sein Job, rauszufinden, wie rossig sie sind. Ja. Ne? Siehst du, also die tun schon ein bisschen. Ja, ja. Aber da ist man drauf vorbereitet. Das ist normal, die quieken, die tun noch manchmal steigen. Dafür ist die Wand da. Ja, ja, ja. Und so ist das eine ganz andere Sache. Und weil man dann weiß, das ist okay. Ja. Wird ein bisschen mehr. So, jetzt könnt ihr die noch mal Kette kürzer nehmen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja. Nimm sie kürzer, dass er vorne nicht woanders hingehen kann. Ja, gut. Und jetzt zeig ihm nochmal den Arsch. Runter. So, und dann nehm ihn weg von hier. Ja, nehm ihn weg. So, und dann geh einfach mit ihm hinten spazieren, bis er sich abgerichtet hat. Wo ist er?